Eben ist der Mann, der damals zu mir gekommen war, wieder erschienen. Manoach stand auf und folgte seiner Frau. Als er zu dem Mann kam, fragte er: Bist du es, der neulich mit meiner Frau gesprochen hat? Ja, ich bin es, erwiderte er. Da fragte Manoach: Wenn deine Ankündigung eintrifft, wie sollen wir es dann mit dem Jungen halten? Was darf er tun und was nicht? Der Engel Jahwes erwiderte: Deine Frau soll alles meiden, was ich ihr genannt habe. Sie darf nicht zu sich nehmen, was vom Weinstock kommt. Sie soll weder Wein noch Bier trinken und nichts Unreines essen und soll alle meine Anweisungen befolgen. Bleib doch noch ein wenig hier, sagte Manoach zum Engel Jahwes. Wir möchten dir gern ein Ziegenböckchen zubereiten. Doch der Engel Jahwes erwiderte: Auch wenn du mich drängst, würde ich von deiner Speise nichts essen. Doch wenn du willst, kannst du es Jahwe als Brandopfer bringen. Manoach hatte nämlich noch nicht erkannt, dass er es mit dem Engel Jahwes zu tun hatte. Deshalb fragte er: Wie heißt du? Wir wollen dich ehren, wenn deine Ankündigung eintrifft. Doch der Engel Jahwes erwiderte: Was fragst du mich nach meinem Namen? Er ist zu wunderbar. Lukas Kapitel 8, die Verse 16 bis 39. Wer richtig hört. Niemand zündet eine Lampe an und bedeckt sie dann mit einem Gefäß oder stellt sie unters Bett. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit die Hereinkommenden Licht haben. Denn es bleibt nichts verdeckt, alles kommt ans Licht. Was jetzt verborgen ist, wird öffentlich bekannt. Passt also auf und hört richtig zu. Denn wer hat, dem wird gegeben, wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er zu haben meint. Bleibt dran bis zum Schluss, da gibt's dann noch was Lustiges, auch für dich. Wenn Jehovas Zeugen wirklich in der Wahrheit leben, dann will auch ich ein Teil dieser Gemeinschaft sein. Lieber Martin, ja, du warst beim Josef. Genau, dann haben wir natürlich ein wundervolles Thema zusammen. Und wir hoffen natürlich, dass Gott dadurch geehrt wird. Weil der Joey hört vielleicht damit auf, mit diesem Stream, aber ich für meinen Teil nicht. Also ich werde noch weiter deine heretische Position, sagen wir mal entlarven. Ich glaube, andere Brüder in dieser Runde sowieso. Immerhin meint er ja auch, wir würden ein falsches Evangelium lehren, ne? Ein antichristliches Evangelium, in dem wir etwas hinzufügen. Und wir würden laut Galater 1,7 unter den Fluch fallen. Der war ja früher mal blau, als er noch Apologetik absolut war. Und da hatte er Lukas 21,15, die unschlagbaren Argumente. Ja. Du bist ja auch schon schlagkräftig, ne? Hast ja amtlich trainiert mit den Zeugen Jehova. Aber Hilfe kannst du trotzdem noch brauchen, hast du beim Josef gesagt, ne? Ja, alles klar. Und da haben wir die geistlichen Klingen so gekreuzt, ja, das war sehr herausfordernd für mich. Aber sehr lehrreich auch. Das, genau. Daran wächst man ja, ne? Das ist. Ja, ja. Daran wächst man, das ist ja. Also ich muss auch sagen, durch meine, meine Bemühungen. Das ist der Kontrast, aber heißt es nicht im 1. Petrus 3,5? Rede um den heißen Brei, versteck deine Lüge und schweige zur Wahrheit. Dass ihr jederzeit bereit sein sollen, jedem Verantwortung zu geben. Also eigentlich kann ich jetzt so gesagt, Moment mal, ich suche den Vers kurz raus, weil das ist jetzt wichtig. Ja, weil das ist mein Apologetik-Vers, warum ich das überhaupt alles hier mache. 1. Petrus 3,15, ja. Genau, das möchte ich mal kurz, ganz gut, darf ich, Josef, ganz kurz, auch wenn du schon auswendig kennst. 1.3,15, ja, und ich fordere dich jetzt eigentlich auf, so wie Petrus dich auffordert. Sondern heiligt vielmehr Gott, denn den Herrn in euren Herzen, seid aber allzeit bereit zur Verantwortung gegenüber jedermann,
der Rechenschaft fordert über die Hoffnung, die in euch ist, und zwar mit Sanftmut und Ehrerbietung. Und ich möchte, dass du eine Rechenschaft gibst über deine Hoffnung, dass Jesus nämlich ja nicht Gott war. Das ist eine eher nicht gute Hoffnung. Aber dass du uns das mal darlegst, denn ich und wir alle hier, gehen diesen Vers nämlich nach und sind bereit, Verantwortung zu geben, Rechenschaft zu geben. Ich liebe die Trinität, die gar nicht in der Bibel steht. Damit habe ich viele Freunde. Doch später kommt das große Heule. Jetzt habe ich vergessen, das da hochzuhalten. Ich liebe die Trinität. Ja, 74. Das ist doch 74, oder? Also wenn wir jetzt an die katholische Bibel denken, dann ist das ja eins zu viel. Ja, also ihr habt die drei da. Denk mal nach, ob du den richtigen Kümmerling hast. Das lesen wir ja auch schon bei der Geschichte von Goliath. Die drei Großen sollten tun. Und dann kam der Kleine und hat's getan. Obwohl er es gar nicht tun sollte. Die drei Großen, die waren zu nichts zu gebrauchen. Dann auch immer wieder zu schauen, was steht in der Bibel, dann wurde mir auch die Verteidigung des christlichen Glaubens immer wertvoller. Ja, man ist ja, Gottes Gnade und Wahrheit sollen dich beim Anschauen dieses Videos begleiten. Es ist eben tatsächlich so, nur der richtige Jesus rettet uns. Deshalb ist es auch wichtig, darüber eine klare Vorstellung zu haben. Gottes Gnade und Wahrheit sollen dich beim Anschauen dieses Videos begleiten. Es ist schon ein Unterschied, ob man den Herrn Jesus als allein guten Menschen oder als Prophet Gottes oder als Engel oder als Gott der Sohn ansieht. Jehovas Zeugen lehren, dass Jesus der Erzengel Michael sei. Haben Sie mit Ihrer Ansicht recht? Nach dem Intro geht's gleich los. In diesem Video werden Lehren der Wachturmgesellschaft mit der Heiligen Schrift verglichen. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Soll Gottes Wille erkannt werden. Soll Gottes Wille erkannt werden. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib einen Daumen hoch, aktiviere die Glocke und abonniere den Kanal. Oder wie es in der Martin-Bibel steht, da eine Kerze stelle in die Speisekammer, damit keiner die Erleuchtung sieht. Denn hinter sieben Türen sollst du stehen, damit niemand deinen Kommentar kann sehen.
Ist Jesus Christus, der Erzengel Michael, wieder ein Impulsvideo anhand der Heiligen Schrift. Die Textgrundlage für die meisten Bibelstellen ist wieder die Neue Weltübersetzung aus dem Jahre 1985. Was sagt die Wachturmgesellschaft selbst dazu? Ich zitiere aus dem Buch: Engel ist das himmlische Wort für Mitarbeiter. Und Jesus als Juniorchef ist Mitarbeiter, und zwar der oberste Mitarbeiter. Was lehrt die Bibel wirklich? Erstmal über Erzengel. Da heißt es, Michael wird in der Bibel als der Erzengel bezeichnet. Erzengel bedeutet oberster Engel. Daraus lässt sich schließen, dass es nur einen solchen Engel gibt. Weiter heißt es, ist Jesus Christus der Erzengel Michael? Was denkst du? Zu welchem Schluss bist du gekommen? Schreib es mir in die Kommentare. Ist Jesus Christus der Erzengel Michael? Was denkst du? Zu welchem Schluss bist du gekommen? Schreib es mir in die Kommentare. In diesem Video werden Lehren der Wachturmgesellschaft mit der Heiligen Schrift verglichen. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Engel ist das himmlische Wort für Mitarbeiter. Und Jesus als Juniorchef ist Mitarbeiter, und zwar der oberste Mitarbeiter. In diesem Video werden Lehren der Wachturmgesellschaft mit der Heiligen Schrift verglichen. Durch Gebet, Bibellesen und darüber diskutieren soll Gottes Wille erkannt werden. Ich freue mich, von dir zu hören. Tschüss.